Ich sitze hier zusammen mit Hannes Kalisch und er hat ein neues Buch geschrieben, das heißt, Wie schön ist deine Stimme? Und meine erste Frage wäre, worum geht es in diesem Buch? Was ist das für ein Buch? In diesem Buch, dieses Buch enthält Berichte von Enlit. Die Enlit, viele Mennoniten kennen die Enlit als Lengua, sind das Volk, das hier im zentralen Chaco gelebt hat, als die Mennoniten kamen. Und die Mennonitenkolonien sind eigentlich fast vollständig auf dem Gebiet der Enlit angelegt worden. Wann setzen diese Berichte ein? Gibt es da eine bestimmte Jahreszahl oder ist das frei so von früher bis heute oder in welchem Zeitraum liegen diese Berichte? Die ältesten Erzähler werden so um 1920 herum geboren sein und natürlich ein markanter Punkt ist dann der Chaco-Krieg. Die Ankunft der Mennoniten, genauer genommen, der Leute aus Menno 1927 und dann der Chaco-Krieg. Der Chaco-Krieg begann für die Enlit auch schon 1927, als nämlich die ersten Fortines hier angelegt wurden. Toledo, Boquerón, Arce, diese Fortines wurden von 1927 an angelegt. Und die Begegnungen, die da stattgefunden haben, die lassen sich dann in einen zeitlichen Rahmen einordnen. Die allgemeineren Beobachtungen, die ein Kind dann hat, die sind ja nicht so von Jahreszahlen abhängig. Gibt es da vielleicht inhaltlich ein paar markante Erkenntnisse? Was haben die Enlit empfunden, als die Mennoniten ankamen? Wie haben sie diese Ankunft von einem anderen Volk empfunden, wozu sie ja vorher noch absolut keinen Kontakt hatten? Da habe ich jetzt ein bisschen Scheu, das so in der Kürze hier zu sagen. Da sollte man sich die Berichte anschauen, denn das war natürlich eine vielfältige Reaktion. Der Chaco-Krieg war grausam. Das berichten ja auch die Mennoniten so, dass der Chaco-Krieg grausam für die Enlit war. Die Ankunft der Mennoniten war überraschend und sehr massiv. Man muss sich das mal vorstellen. Da kommt von den Fernheimern, gibt es diesen Bericht, da kommt eine Gruppe an, in langer Reihe, auf Ochsenwagen, mit Frauen und Kindern und Alten. Einfach so aus dem Nichts, das ist ja fast wie ein Traum. Man muss sich das mal vorstellen. Da war also viel Überraschung da. Und dann ein langsames Herantasten, das natürlich dann sehr vielfältig war. Die Idee am Anfang war, die Enlit-Berichte zu sammeln. Und zwar für die Enlit selbst. Da gab es ja eigentlich nichts in dieser Richtung. Das heißt, was die Enlit über sich gewusst haben, das haben sie gehört von ihren Großeltern, vielleicht auch von ihren Eltern. Aber wir wollten das ein bisschen systematischer machen, aus verschiedenen Gegenden des Enlit-Landes, von verschiedenen Leuten mit verschiedenen Interessen, aus verschiedenen Blickwinkeln und mit verschiedenen Interessen. Es ist auch ein Unterschied, ob es Frauen erzählen oder Männer. Das ist dann auch spannend, weil man verschiedene Zeitebenen findet. Die ganz Alten erzählen natürlich, können intensiver von den Anfängen erzählen. Zum Beispiel haben wir hier einen ausführlichen Bericht in diesem Buch über die Reise von Fred Engen. Und das ist deshalb sehr spannend, weil die Mennoniten ja keinen Bericht von Fred Engen über seine Reise haben. Es gibt dieses kleine Tagebuch von Bernhard Funk, das aber sehr kryptisch bleibt, sehr kurz. Martin Friesen, der Historiker aus Menno, bringt ja auch nur Enlit-Berichte in seinem Buch über die Reise von Engen. Das heißt, der hat auch schon nur Enlit befragt über diese Reise. Und wir haben hier jetzt einen Originalbericht von dem Sohn des Führers von Fred Engen. Das ist einfach spannend. Also das ist die eine zeitliche Ebene. Die andere zeitliche Ebene ist, dass die Leute aus der Gegend von Neuland natürlich schon sehr viel älter war, als die mennonitischen Siedler kamen. Hier in Campo Largo leben noch
Alte, eine Frau zum Beispiel hier in der Nachbarschaft, die hatte schon einen Sohn, als die Siedler kamen. Das heißt, die war erwachsen, die war schon geformt als Person, die kann darüber ganz anders berichten als die Alten, die über die Begegnung mit den Mennoniten in Philadelphia berichten, weil die damals ja noch Kinder waren. Gut, das war einfach spannend, das ist spannend. Das ist für die Inlit auch sehr wichtig. Die Mennoniten haben das ja sehr klar, wie wichtig es ist, mit der Geschichte umzugehen. Die beschäftigen sich ja sehr intensiv mit ihrer Geschichte. Und das hat fast den Anschein als ständig mehr. Wir hatten einen kleinen Teil dieser Berichte am Anfang und haben im Jahr 2001 damit angefangen, einige von diesen Berichten fürs Mennoblatt zu übersetzen. Sicherlich erinnern sich daran noch einige Mennoblatt-Leser. Das waren damals insgesamt 25 Berichte, alle ziemlich kurz. Und die sind zwischen 2001 und 2003 im Mennoblatt erschienen. Und damals kam dann die Idee auf, diese Berichtssammlung ein bisschen zu erweitern. Und wir haben dann angefangen. Nun, übersetzt habe ich die. Gesammelt haben wir die zu zweit, Ernesto Unruh und ich. Ernesto Unruh ist ein Inlit aus Yalvisanga, mit dem ich zusammenarbeite. Und wir haben jetzt in dieser Sammlung 102 Berichte und einige ziemlich lang. Ich habe mir für diese Arbeit viel Zeit gelassen, weil das nicht meine Hauptbeschäftigung ist und ich das eher nebenher gemacht habe. Ich habe ziemlich viel Sorgfalt auf die Übersetzung gelegt, damit sie einerseits treu ist, aber andererseits auch gutes Deutsch. Es gibt ja oft diese Übersetzungen von Inlit oder von indianischen Berichten, die dann auf komischem Spanisch sind oder auf komischem Deutsch, sodass man das Gefühl hat, die Leute können gar nicht richtig erzählen. In diesen Berichten hier in dem Buch »Wie schön ist deine Stimme« finden sich einige, die literarisch wirklich hochklassig sind. Und man muss daran denken, dass die ja erzählt sind in einer mündlichen Situation. Das sind Berichte immer von alten Leuten, das heißt, die sind gewachsen. Die alten Leute, die denken ja lange über ihr Leben nach und können dann Dinge erzählen, die sind fast wie auswendig gelernt. Ich weiß nicht, ob das bei den Mennoniten auch so ist. Bei den Inlit finde ich sehr viele Leute, bei denen das so ist. Und einige dieser Alten haben wir 10 Jahre lang begleitet. Und die Aufnahmen, die wir im Jahr 2002 gemacht haben und die Aufnahmen aus dem Jahr 2012, die sind stellenweise bis in den Wortlaut hinein identisch. Das heißt, die Leute erzählen keine Märchen, sondern diese Leute erzählen etwas, was in ihrem Kopf ist, wie für uns ein Blatt Papier. Und die Idee jetzt von »Wie schön ist deine Stimme« ist, das ein bisschen mit den Mennoniten zu teilen. Das könnte ich nicht, die Entscheidung dazu könnte ich nicht selber machen, denn es sind ja nicht meine Berichte. Ich arbeite nur mit diesen Berichten. Aber die alten Inlit legen immer Wert darauf, die Beziehung mit den Mennoniten zu gestalten. Und sie sagen, die Mennoniten müssen etwas von uns wissen. Einige Alte haben uns deshalb direkt den Auftrag gegeben, zu übersetzen. Das heißt, wir haben das Gefühl, dass dieser Band auch dem Wunsch dieser Inlit-Erzähler entspricht. Was glauben Sie, was kann dieses Buch, gerade weil es auch auf Deutsch ist, beitragen zur Kommunikation dieser beiden Kulturen untereinander und zu einer wirklichen Verständigung zwischen den Völkern? Ich habe immer Probleme mit dem Wort Verständigung, weil das so klingt, als wisse man etwas vom anderen, als komme es darauf an, mehr zu wissen. Ich glaube, zuerst kommt es auf Zuneigung an und auf Offenheit, auf das Wagnis, dem anderen einen gewissen Raum zu geben. Und diese Berichte können dazu beitragen, denke ich. Die können Zuneigung erwecken. Sie können ein Gefühl dafür erwecken, über was die Inlit traurig sind, zum Beispiel
für die Schmerzen, die sie erlitten haben in ihrer Geschichte. Das ist ja ganz interessant. Die Mennoniten definieren sich ja sehr stark als Gruppe von den Leiden her, die sie in Russland oder im Krieg erlitten haben. Und übersehen dabei oft die Leiden, die die Inuit gelitten haben. Und es geht aber überhaupt nicht um Schuldzuweisungen. Diese Leiden kommen zum Teil vom Tschako-Krieg. Sie kommen zum Teil von der Pockenepidemie. Das ist etwas, was sehr wenig bekannt ist. Wir schätzen, dass im Jahr 1932 zwei Drittel der Inuit an den Pocken gestorben sind. Das muss man sich mal vorstellen. Die Mennoniten sprechen, besonders die Leute aus Menno, sprechen viel von der Typhus-Epidemie und klagen darüber, wie schwer die war. Die Inuit haben Ähnliches erlebt. Und das Buch kann einfach das vorführen und kann Gemeinsamkeiten zeigen und kann so Zuneigung zueinander wecken. Enthält das Buch jetzt nur Berichte der Inuit oder gibt es da noch mehr Informationen in diesem Buch? Dieses Buch soll die Berichte der Inuit rüberbringen. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Berichte oft schwer verständlich sind, ohne zusätzliche Informationen. Zum Beispiel, weil historische Informationen fehlen. Aber auch, weil einfach viele Dinge aus der Kultur der Inuit sehr unverständlich sind für einen Leser, der die Inuit eher oberflächlich kennt. Deswegen habe ich an viele dieser Berichte kurze Erläuterungen angefügt. Die sind in einem anderen Schriftbild erschienen, in kleinerer Schrift, damit immer ganz klar ist, was Inuit-Berichte sind und was zusätzliche Kommentare sind. Wenn ein Leser nur Inuit-Berichte lesen will, dann kann er das sehr leicht, weil er schon an der Schrift sieht, von wem was kommt. Es gibt ja gleichzeitig auch sehr viel Literatur der Mennoniten über die Inuit. Im Mennoblatt zum Beispiel gibt es vom Jahr 1932 an Berichte über Begegnungen, Berichte aus der Mission. Dann gibt es Lebensbeschreibungen von Missionaren. Dann gibt es geschichtliche Untersuchungen. Es gibt da eine ganz große Anzahl an Quellen. Und mir ist aufgefallen, dass diese Quellen manchmal vom selben sprechen. Diese Quellen sind da vor allem sehr wertvoll, wo sie Datumsangaben liefern. Martin W. Friesen zum Beispiel erwähnt an einer Stelle, dass die Pockenepidemie im Sommer 1932 ausgebrochen ist. Das ist eine sehr wertvolle Information, um manche Zusammenhänge besser zu verstehen. Aber dann gibt es eben auch Dinge, die sind völlig unterschiedlich dargestellt. Die Inuit zum Beispiel sagen, wir haben im Überfluss gelebt. Und die Quellen sagen, die Inuit waren am Verhungern. Und deswegen habe ich in Fußnoten am Ende des Buchs auch viele dieser Quellen zitiert und die stehen dann den Inuit-Berichten gegenüber. Das ist auch ziemlich spannend, weil man da nämlich verschiedene Möglichkeiten sieht, dieselbe Wirklichkeit zu beschreiben. Und man sieht da auch, wie viele Missverständnisse entstanden sind, die zwischen den Inuit und den Mennoniten aufgetreten sind und zum Teil noch Gültigkeit haben. Aber ich wollte, dass das nicht in irgendeiner Weise die Inuit-Berichte überlagert. Und deswegen habe ich es in Fußnoten gestellt und am Ende des Buches. Das heißt, dann braucht man dann schon eine ganz besondere Energie als Leser, um die dann auch zu lesen. Denn wie gesagt, das Zentrum des Buchs sind die Inuit-Berichte. Und es sind Berichte, wie ich gesagt habe, oftmals von einer großen Schönheit. Und wo kann man dieses Buch jetzt erwerben, wenn man Interesse daran hat, es zu lesen? Dieses Buch haben wir in einer Ausgabe in Deutschland veröffentlicht und in einer parallelen Ausgabe hier in Paraguay. Und es ist in den Buchhandlungen in Philadelphia, Neuland und Loma Plata erhältlich.
wenn jemand eine gute Idee hat, wo man es in Asunción verkaufen könnte, wäre ich daran auch interessiert. Und wir sind mal gespannt auf die Reaktionen des Publikums.